Ja, ich leite hier eine Magen-Darm-Praxis. Ich bin Gastroenterologe und Internist. Das ist eine Praxis für Magen-Darm-Heilkunde und Ernährungsmedizin. Zu uns kommen Patienten mit Verdauungsstörungen, mit Problemen in der Speiseröhre, im Magen, im Dünn- und Dickdarm, in der Leber oder auch in der Bauchspeicheldrüse. Viele Menschen leiden unter Problemen des Magen-Darm-Kanals. Es ist unsere vorrangige Aufgabe, abzuklären, ob hier Erkrankungen mitunter schwerwiegende Ursachen für diese Probleme vorliegen. Deshalb steht im Mittelpunkt unserer Arbeit als erstes die endoskopische Untersuchung sowohl der Speiseröhre, des Magens und des Dickdarms. Wir müssen wissen, dass insbesondere der Dickdarmkrebs die zweithäufigste Krebsart des Menschen ist und wir durch eine einfache Untersuchung des Darmes schon einmal so eine sehr ernsthafte Erkrankung ausschließen können oder sogar Vorstufen dieser Erkrankung, sprich Polypen, auch schon abtragen können. Viele Patienten stellen uns die Frage, oder mir konkret die Frage, Herr Professor, ich habe doch aber Beschwerden und Sie finden keine Krankheit, organische Krankheit. Bilde ich mir das Ganze nur ein? Darauf kann ich klar sagen, dass ungefähr jeder dritte bis vierte Mensch unter Beschwerden wie wechselnder Stuhlgang, Blähbauch, Völlegefühl leidet, ohne dass man eine klare Ursache erkennt. Und wir wissen, dass der Magen-Darm-Kanal sehr empfindlich auf äußere Reize reagiert. Für die funktionellen Patienten, also die Patienten, wo wir jetzt keine direkte Ursache ihrer Beschwerden finden, ist die unmittelbare direkte Zusammenarbeit mit Ernährungswissenschaftlern, mit Ernährungsexperten sehr wichtig, denn wir Ärzte haben in unserem Medizinstudium auch nur eine begrenzte Ausbildung, was dieses Fachgebiet betrifft. Ich als Ernährungsmediziner habe zwar Kenntnisse und auch ein Verständnis für diese Probleme, aber die eigentliche Beratung, die Ernährungstherapie, dazu benötigen wir eben Experten, die ein spezielles Studium für diese Arbeit vorgenommen haben. Wir haben hier zum Beispiel die Frau Altenburg, die ich noch vorstellen werde. Und besonders stolz sind wir, dass wir in dieser Praxis auch eine Ernährungspsychologin, Frau Diplompsychologin Leon, mit integrieren konnten, die insbesondere über eine kognitive Essverhaltenstherapie versucht, Auslöser für Verdauungsbeschwerden, zum Beispiel durch Stress im Alltag, zu erkennen und mit den Patienten langfristig ein Konzept zu erarbeiten, diese Beschwerden zu lindern. Wenn ich dem Zuschauer eine abschließende Botschaft mitgeben möchte, falls Sie bereits das 55. Lebensjahr erreicht haben, kommen Sie unbedingt zur Vorsorgeuntersuchung. Die Magen-Darm-Ärzte sind nette Ärzte und die Endoskopie hat sich unglaublich gut entwickelt, ist eine sehr sanfte und sehr sichere Methode geworden.